Ich grüße Sie, liebe Eltern, ich grüße euch, liebe Kinder, hier aus der Kirche St. Martin. Gestern Wochenende hätten wir hier in dieser Kirche begonnen, Erstkommunion zu feiern, anschließend auch in St. Paulus und in St. Barbara. Jetzt stehe ich hier in einer leeren Kirche und ich bin traurig. Ihr fehlt mir alle, Sie fehlen mir alle. Wir können nicht gemeinsam zum jetzigen Zeitpunkt Erstkommunion feiern. Und das ist schon ein komisches Gefühl. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, dann ist Jesus bei uns. Er hat uns ja versprochen, dass er uns begleiten will. Und die Menschen, die früher mit Jesus gelebt haben, sie haben Jesus natürlich hören und sehen können, aber auch nicht immer. Und alle Menschen, denn nicht jeder konnte ja immer mit Jesus zusammen sein. Und so ist es vielleicht auch den beiden Jüngern gegangen, die von Jerusalem nach Emmaus auf dem Weg waren. Und es war ein trauriger Weg. Sie waren traurig und enttäuscht, denn ihr bester Freund Jesus war gestorben. Sie hatten so viel Hoffnung in ihn hineingesetzt. Er sollte sie befreien. Er sollte doch bei ihnen sein, so wie sie ihn erlebt hatten, wenn sie mit ihm gemeinsam durch die Städte und Dörfer gezogen waren. Sie haben viel Spaß mit ihm gehabt. Sie haben gehört, wie er über Gott, den himmlischen Vater, erzählt hat. Wie er erzählt hat, dass Gott ein barmherziger Vater ist, der die Versöhnung will. Und jetzt ist dieser Freund tot. Vielleicht können wir uns wirklich gut in diese Situation, in diese Enttäuschung, in diese Traurigkeit hineinversetzen. Uns geht es im Moment ja auch so. Wir sind enttäuscht, wir sind traurig, weil das Leben im Moment so ganz anders verläuft, als wir es gewohnt sind. Und da tut es gut, einen Freund zur Seite zu haben, mit dem wir noch einiges besprechen können, mit dem wir immer wieder uns auch in der Ferne treffen können. Denn ein Freund ist ja nicht nur dazu da, in guten Stunden ein Freund zu sein, sondern besonders in den Stunden, wenn es uns nicht so gut geht. Und genau so werden die beiden Jünger es empfunden haben. Hören wir nun in Wort und Bild, was uns der Evangelist Lukas von Jesus und den beiden Jüngern erzählen möchte. Zwei Männer gehen von Jerusalem nach Emmaus. Sie schweigen. Sie schauen nicht auf. Ihr Blick geht nach unten, nur auf das kurze Stück Weg vor ihren Füßen. Sie sehen nicht, wer ihnen begegnet. Sie bemerken gar nicht, dass andere Leute sie grüßen. Sie merken nicht einmal, dass inzwischen ein anderer Mann neben ihnen geht. Als der Fremde sie anspricht, schrecken sie auf. Er fragt sie nach ihrem Weg und nach einer Weile sagt er, ihr seht so traurig aus. Langsam gewinnen sie Vertrauen zu ihm. Da fängt der eine an zu erzählen. Vor langer Zeit sind wir diesen Weg in die andere Richtung gegangen, nach Jerusalem. Wir hatten von Jesus gehört. Wir wollten ihn kennenlernen. Und tatsächlich, wir fühlten uns sehr wohl in seiner Nähe. Was Jesus erzählte, machte uns Mut. Er sagte, jeder Mensch ist sehr gut von Gott gemacht. Alle Menschen, die zu ihm kamen, spürten etwas davon. Sie entdeckten, was sie alles konnten. Sie schöpften wieder Hoffnung. Auch wir wollten am liebsten immer in seiner Nähe bleiben. Bald gehörten wir zu seinen Freunden. Der Fremde hörte aufmerksam zu. Dann fängt er ebenfalls an zu erzählen. Spannende Geschichten erzählt er. Die Männer staunen. Irgendwo haben sie die Geschichten doch schon mal gehört. Sie erinnern sich an die Menschen, die darin vorkommen. Der Fremde erzählt ihnen, wie Gott diesen Menschen genauso Mut gemacht hat, wie sie in Gottes Nähe Freude am Leben bekommen haben. Beim Zuhören spüren die beiden Männer, dass ihre Traurigkeit immer kleiner wird. Sie schauen den Fremden an. Jetzt bemerken sie auch die anderen Leute, die ihnen auf dem Weg begegnen. Und wen sie treffen, den grüßen sie. Plötzlich aber ist da wieder dieser Kloß im Hals.
denn ihre Geschichte geht weiter. Sie erzählen dem Fremden: Jetzt haben sie Jesus am Kreuz hingerichtet. Darum ist nun alles vorbei. Der Mut, die Hoffnung, die Lebensfreude. Wieder lassen die beiden ihre Köpfe hängen. Aber auch die Geschichte des Fremden geht weiter. Die beiden Männer spitzen die Ohren, denn nun erzählt der Fremde, wie die Menschen in den alten Geschichten lange darauf gewartet haben, dass einer kommt, der Hoffnung mitten in ihr Leben bringt. Sie warteten auf einen, dem sie wirklich vertrauen konnten. Der meint doch Jesus, unseren Freund, flüstert der andere dem anderen aufgeregt zu. Beide schauen sich verwundert an. Sie wissen, wenn Jesus jetzt bei ihnen wäre, dann könnten sie doch wieder Hoffnung schöpfen und müssten nicht verzweifeln. Während sie dem Fremden wieder zuhören, verschwindet die Traurigkeit mehr und mehr. Was der Fremde erzählt, das tut so gut. Sie bemerken gar nicht, dass sie das Ziel ihres Weges schon erreicht haben. Gern wollen sie noch mehr von ihm hören. Deshalb laden sie den Fremden ein: Bleib doch bei uns heute Abend. Gemeinsam gehen sie in ihr Haus. Sie decken den Tisch zum Abendbrot. Aber was ist das? Der Fremde nimmt von ihrem Brot und spricht das Tischgebet. Genauso haben sie es bei ihrem Freund Jesus oft erlebt. Jede Bewegung, die er tut, und jedes Wort, das er spricht, ist den beiden Männern vertraut. Wie ist das möglich? Plötzlich gibt es für sie keinen Zweifel mehr. Sie sitzen tatsächlich mit Jesus an einem Tisch. Er ist nicht tot. Er ist den ganzen Weg mit ihnen gegangen. Am liebsten möchten sie ihm vor Freude um den Hals fallen. Aber da ist er schon wieder verschwunden. Genauso rätselhaft, wie er zuvor noch bei ihnen war. Ihre Lebensfreude aber ist nicht verschwunden. Die beiden Freunde haben gespürt, wie nah Jesus immer noch bei ihnen ist. Ihr Mut lebt wieder auf. Ihre Hoffnung wird lebendig. Das müssen wir den anderen erzählen, sagen sie. Sie lassen alles stehen und liegen und laufen den ganzen Weg zurück, zurück nach Jerusalem. Wir haben gerade gehört, die Jünger waren begeistert, sie waren beschwingt und so haben sie den Weg angetreten, wieder zurück nach Jerusalem. Das war ein langer Weg, aber das war den Jüngern egal, sie waren ja so voller Hoffnung. Wir haben auch noch einen Weg vor uns und so genau wissen wir auch nicht, wie lang wird dieser Weg sein. Auch wir können wie die Jünger untereinander Hoffnung sein. Wir könnten einander Hoffnungszeichen schenken, dass dieser Weg auch so beschwingt wird, wie die Jünger es erfahren haben. Und so lade ich euch ein, mal Ausschau zu halten nach Steinen, die ihr bemalen könnt, die ihr beschriften könnt, so wie ihr das möchtet, mit Hoffnungszeichen. Bringt diese Steine in die Kirchen St. Josef und St. Martin. Vor den jeweiligen Altären wird ein Korb stehen. Legt diese Steine hinein als das Zeichen, wir haben Hoffnung, dass es weitergeht, dass wir bald Erstkommunion feiern. Und wir, die Kommunionkinder, wir sind da. Und in dieser Hoffnung dürfen wir jetzt gemeinsam um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr sei Licht auf eurem Weg und er begleite euch. Der Herr schenke euch seinen Frieden und sein Erbarmen. Der Herr beschenke euch mit der Behutsamkeit seiner Hände, mit der Güte seiner Augen, mit dem Strahlen seines Gesichtes, mit dem Lächeln seines Mundes, mit der Freude seines Geistes und der Wärme seines Herzens, mit dem Geheimnis seiner Gegenwart. So segne uns der menschgewordene und der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt behütet, bleiben Sie behütet und gesund.